Sehr verehrtes Publikum, herzlich willkommen zurück zu Lost Horizon 2 in Kapitel 5, die Insel der Götter. Und die Insel der Götter ist Gotland, also wenn jemand mal demnächst die Insel der Götter besuchen will, jetzt weiß er, wo er hin muss. Und ich habe mir mittlerweile auch mal so einen Gesamtüberblick über das Spiel verschafft. Und nach 10 Folgen kann ich, denke ich, mit Fug und Recht behaupten, dass wir die Hälfte des Spiels hinter uns haben, eher fast schon etwas über die Hälfte. Also, es wird deutlich kürzer als Lost Horizon 1, da muss ich mir überhaupt keine Sorgen machen. Auch weil ich es mir mit der Komplettlösung ja manchmal etwas leicht mache, aber ich benutze ja nicht konstant, sondern erst, wenn es wirklich überhaupt nicht mehr vorwärts geht. Und jetzt wird es erstmal vorwärts gehen, denn Fenton darf jetzt beweisen, dass er auch über einen archäologischen Spürsinn verfügt, auch ohne die Damen. Und wir werden uns jetzt hier erstmal umgucken. Es ist zu dunkel. Ach so, es ist zu dunkel. Okay. Mhm. Gut, wir haben hier nur noch einen Säulen und die beiden. Dann gehen wir erstmal weiter. Das hier scheint das Zentrum der Abtei zu sein. Vielleicht gibt es hier ja etwas Sinnvolles. Huch, wow. Viel Wege. Okay, Fenton, auf geht's. Oh, Gerümpel. Immer gut. Jede Menge Müll, aber... Moment mal, was ist das denn? Eine Peitsche? Die nehme ich doch glatt mit. Und mit welcher Begründung nimmst du jetzt ausgerechnet die Peitsche mit? Also, wenn du dir das für irgendwelche Spielchen aufheben willst, dann mach das bitte erst, wenn die Kamera aus ist, ja? So etwas wollen wir hier nicht sehen. Wir sind eine zivilisierte Spielegesellschaft. Echt. Da ist nichts. Weder Name noch Jahreszahl. Ach so, war bei dem anderen auch was? Ach Gott, muss man sich bestimmt merken. Keinerlei Inschriften. Ach so. Nirgendwo gibt's Inschriften. Gut, dann ist es doch nicht so wichtig. Alles klar. Soll nur ablenken. Noch mehr Gerümpel, super. Benzinkocher, Handfeger und Spitzkelle nehme ich mit. Der Rest ist unbrauchbar. Ja. Auch hier wird bestimmt nichts drinstehen. Hier gibt es nirgend... Ja. So, ich muss mich jetzt auch erstmal mit meinem Headset neu sortieren. Ich war gestern beim Friseur, habe ein Kilo Haare verloren und jetzt muss ich mich erstmal an dieses neue Gefühl auf dem Kopf gewöhnen. Denn da waren die Haare bisher gutes Headset-Polster. Das habe ich jetzt nicht mehr. Okay, hier ist Gestrüpp. Da liegt ein alter Hut. Wunderbar, da kann man ein tolles Spielebett machen, habe ich gehört. Vor allem, wenn man besoffen ist. Kein Name, keine Jahreszahl. So, wir haben jetzt erstmal ein bisschen was mitgenommen. Ja, wobei waren wir hier? Nee, das ist... Eine zerbrochene Schaufel. Aha. Verrottete Seile. Nur Müll, der mir... Hier steht... So, aber jetzt waren wir überall. Oh nein. Oh nein. Ich ahne Böses. Ah nein. Das Grauen. Okay. Ich habe noch keine Informationen, von daher vergessen wir das jetzt erstmal. Aber damit kennen wir auch schon das Haupträtsel dieser... Aber hallo. Das Haupträtsel dieser Krypta. Wir brauchen Licht, um was zu erkennen. Zum Glück war in der Schale unter dem Relief noch ein wenig Teer. Und? Schon was herausgefunden? Die Reliefs an den Säulen zeigen die 5 Gründer der Abtei. Weiter sind wir noch nicht. Wie sieht's bei Ihnen aus? Ich tappe noch im Dunkeln. Ja, natürlich. Ihr lasst mir auch keine Zeit, mal hier irgendwas zu untersuchen. Wie soll ich da jemals im Hellen tappen? So. Ein alter Hut. So, jetzt kommt das altbewährte Point-and-Click-Adventure-Ritual. Wir haben Gegenstände eingesammelt. Jetzt untersuchen wir sie. Ein unentbehrliches...
einzeln. Ein wenig ange... Eine sehr, sehr... Hübsch. Das Messer gehört... Eine sehr, sehr lange Lederpeitsche. Ach, jetzt! Ja, Mensch, und den Hut hat er auch. Ja, natürlich. Sollen wir dich einkleiden? Nicht? Ja, das wäre deine Chance gewesen, eine total tolle Filmfigur zu imitieren, aber du hast es verkackt. So, selbst schuld. So, und jetzt werden wir Gegenstände untereinander kombinieren. Das ist der zweite Schritt. Upsala. Das Ventil klemmt. Mit dem Messer kann ich schneiden. Ja, Messer, Allzweckwaffe hat sich bewährt, mal wieder. Was? Ein wenig angerostet und ziemlich wackelig. Okay. Das Ventil klemmt. Okay. Aha. Warum... Das verstehe ich jetzt nicht. Angerostet. Warum geht das jetzt nicht? Das verstehe ich jetzt nicht. Dann muss ich nochmal kurz selbst gucken. Sekunde. Und weiter geht's. So, ich hatte einen kleinen Denkfehler. Ich habe den Text vorhin abgebrochen und habe nicht gesehen, dass das Messer schon seine Arbeit getan hat. Und wir müssen jetzt nämlich die Säulen untersuchen, weil die Damen das aus irgendwelchen Gründen nicht machen wollen. So, da. Und das Ventil klemmt und deswegen machen wir es jetzt einfach auf die altmodische Art. Wir übergießen das Ganze und zünden es dann an. So, aber fehlt da nicht noch eine? So, das soll... Eins, zwei, drei, vier. Ja, die da hinten brennt ja schon eigentlich. Nö, darf ich auch nicht. So, jetzt wird gefackelt. Und zwar überall. Auf dass es hell erleuchten und Licht werden möge und so. Die Dunkelheit muss vertrieben werden. Denn der Glaube wird siegen und er wird die ewige Dunkelheit der Hölle vertreiben oder so ähnlich. Ihr wisst schon, was ich meine. Und dann kann Fenton nämlich auch viel besser lesen. Denn auch er hat ja Angst vor dunklen Räumen, das wissen wir ja. Der Inschrift nach ist das hier Gareth, der Tapfere. Oh. Der Inschrift nach... Gareth, der Tapfere? Okay. Wo willst du hin? Und? Die Reliefs an den Säulen zeigen die fünf... Und, kann ich noch nicht sagen. Wir forschen weiter nach versteckten Hinweisen. Nun, Hier, Dad. Ich habe alle Reliefs abgezeichnet. Vielleicht hilft dir das ja weiter. Danke, Schatz. Wow. Sie kann ja offenbar gut zeichnen. So, gucken wir uns das Ganze mal an. Die Gwen und ja, zeig doch mal. So, da ist der Gareth... Und der Percival, der keinen Nebentitel hat. So, dann haben wir noch Chadwick, den Weisen. Wir haben Alaric, den Gerechten. Und Trias, den Bußfertigen. Was auch immer das für ein Attribut sein soll. Der kann gut Buße tun, wahrscheinlich. So, die haben irgendwelche Symbole beim Kopf, aber das sagt mir jetzt rein gar nichts. Verschiedene Treppenstufengrößen, das hat jetzt aber, glaube ich, auch nichts weiter damit zu tun. Es wird auf jeden Fall was mit den Steinringen zu tun haben, die wir da unten gesehen haben. Das soll Chadwick, der Weise sein. Ich denke, er soll es nicht nur sein, er ist es auch. Ja, also... Woran ich mich noch erinnere, sind diese... Hier haben wir... Diese Symbole in den Steinringen.
Und ich wette, dass... Tiras, der Boost... Jedes dieser Symbole für einen von den Typen steht. Aber das Problem ist, wir konnten die Dinger auch noch drehen. So, wir haben jetzt hier 5 Symbole und jedem wird wahrscheinlich eins zugeordnet werden müssen. So, Moment. Wir haben den einen Weisen. Für den Weisen ist mit Sicherheit das Buch, das ist ganz klar. Wir haben einen Bußfertigen. Vielleicht ist für den das Kreuz. Müssen wir uns nochmal angucken. So, Bußfertig haben wir. Einen Gerechten haben wir. Für den Gerechten ist mit Sicherheit die Waage. So, der Tapfere. Ah nee, vielleicht ist für den Tapferen auch das Kreuz. Oder der Löwe? Nein, halt! Der Löwe ist der Tapfere. So, das heißt, der Tapfere ist... Gereth. Ja, Percival hat keinen Titel. Ja, vielleicht bleibt für ihn ja was übrig. So, dann haben wir noch den Weisen. Das ist Chadwick. Da haben wir das Buch. Dann haben wir noch Alaric mit der Waage. Und der Bußfertige, was hat der Bußfertige gehabt? Das Kreuz. Okay, wir haben das Buch, wir haben das Kreuz. Ja, dann bleibt für den Percival die Rose. So. Aber was ich jetzt noch nicht weiß, ist, wie wir die Dinger jetzt hier drehen müssen. In welche Richtung? Aha, das geht nicht weiter. Es geht nur bis hier und bis hier. Weiter geht es überhaupt nicht. Okay. Und die hier? Nein. Auch. Mensch. Okay. Geht alles nur halbkreismäßig. Okay. So. Und ich wette... Ja. Die sind auch noch genauso angeordnet. Wir werden jetzt herausfinden müssen, wer wo liegt und das entsprechend drehen müssen. Aber wie soll denn das gehen? Ich meine, hier steht ja nichts. Oder... Keinerlei. Ist ja gut. Aha. Vielleicht helfen uns hier die Dinger weiter. Aber wenn überall das gleiche ist, dann auch nicht. Das müssen wir jetzt mal überprüfen. Das ist ein längerfristiges Rätsel, aber wird ja mal Zeit für eine Herausforderung. Okay, es ist dasselbe. Wenn der jetzt auch noch dasselbe hat. Nein! Er hat ein anderes! Da gab es halt. Da gab es diesen einen Typen da, hier. Der hat das Ding. Okay, ja, er hat es auch als einziger. Gut, das heißt, der gerechte Alaric muss... Alaric guckt nach dort. Alaric, der Gerechte, das ist die Waage. Und das heißt, die Waage muss auf jeden Fall nach hier, nach oben. So. Gut, die Dinger bleiben auch so, wenn ich sie so eingestellt habe, wunderbar. So, dann machen wir jetzt weiter. So, Moment. Ach, ich vergesse mal, wo das ist. So, wir haben hier einen, der dieses Symbol hat. Das hat der aber leider auch. Der nicht, der hat es genau umgekehrt. Das heißt, wir gucken jetzt erstmal nach dem, denke ich. Ja, wir gucken jetzt einmal nach Percival. Denn Percival hat das Symbol verkehrt herum. Nein, der ist es nicht. Da kannst du ja nur... Moment, what? Nee, der auch nicht. Habe ich mich jetzt verguckt? Oh. Die haben alle dasselbe Symbol. Muss ich jetzt raten, oder was? Ja, die anderen drei haben alle dasselbe. Toll. Und der Percival? Tja, hat zwar was anderes, aber dem wurde keine Beachtung geschenkt. So wichtig war der wohl nicht. Okay, dann muss wohl geraten werden. Also ich habe keine Ahnung, wie ich das sonst machen soll. Tja. Nun gut. Aber... Super. Nur einen einzigen Anhaltspunkt. Wisst ihr, wie viele Kombinationen das sind?
Das ist doch scheiße. Wie soll denn das... Eindeutig. Ein Kreuz. Boah, Fenton kann Symbole lesen. Ich bin beeindruckt. Oh Gott. Ah, nein, 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 nein. Meine einzige Konstante, bitte nicht. Das muss irgendwie noch anders gehen. Irgendwie muss das noch anders gehen. Ich kann mich doch nicht hier durchkombinieren, ohne Ende. Tiras, der Bu. Aber leider geben die hier auch keine Angaben, in welche Richtung sie gucken. Nee, das ist einfach nur Zufall. Auch das ist es nicht. Dieses Rätsel ist knifflig. Sehr knifflig. Und ich habe echt keine Ahnung jetzt gerade, wie das weitergehen soll. Außer ihm hier. Tja, wenn sie Percival richtig rumgezeichnet hätten, tja, der hat ja nicht mal ein Gesicht. Okay, er hat auch kein Gesicht. Okay. Okay, wir werden uns beim nächsten Mal intensiver mit diesem Rätsel beschäftigen und den Geheimnissen dieser Krypta weiter auf den Grund gehen und Gotland auf den Kopf stellen. Und bis dahin heißt es, wie immer, dranbleiben. Und bis zum nächsten Mal.